Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19, wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir das Feld hier soweit fertig gemacht. Ich wünsche euch auch allen ein frohes, gesundes neues Jahr. Und Raps haben wir ausgesät. Wir werden jetzt mal ein bisschen aufräumen und werden dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen hier ein paar neue Mods mit draufnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Neues Jahr steht an, neue Folgen. Ich habe mir einfach mal die letzten, ja, Tage des Jahres, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, mal so keine Auszeit gegönnt, die auch mal häufiger bei Twitch vorbeischauen. Da habe ich es ja auch nochmal gesagt. Und jetzt geht es halt mit neuen Folgen weiter. Ich fahre mal kurz hier die Seemaschine einmal kurz weg. Ich habe auch neue Mods mit draufgenommen für das neue Jahr. Und zwar habe ich einmal Proceed mit draufgenommen. Dann habe ich das Fendt GT Pack noch mitgenommen. Und natürlich das neue John Deere Pack. Da habt ihr auch schon von lieben Ifco natürlich alle Mods in der Videobeschreibung. Ich habe auch die Sounds mit reingepackt. Habe Teilabschaltung mit reingenommen. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen realistischer werden. Und was wir uns kaufen werden, ist ein neues Fahrzeug. Wir werden den John Deere hier von AGDM, den werden wir austauschen. Und zwar gegen eines der neuen Fahrzeuge aus dem IFCO John Deere Pack, was sehr, sehr geil ist. Und ja, da werden wir uns entweder eine 6R, ne, den wir jetzt haben, oder vielleicht sogar ein 7R kaufen. Da weiß ich noch nicht, schreibt es mal in die Kommentare rein, was ich mir kaufen soll, ein 7R oder ein 6R. Das werden wir dann ausstatten. Und ich park mal kurz hier die Saatmaschine ein Stückchen beiseite. Und in der heutigen Folge kümmern wir uns mal wieder ein bisschen um die BGA. Werden auch ein paar neue Einnahmen erzielen. Wir werden Saatgut in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch holen. Dann werden wir ein wenig was verkaufen, ein wenig Kompost, um ein bisschen Geld noch zu bekommen. Und werden auch heute, glaube ich, schon mit der BGA ein bisschen Geld verdienen. So, das hängen wir hier mal ab. Und dann holen wir noch das Güllefass vom Feld runter. Das werden wir auch noch machen. Ja, und ab sofort bekommt ihr halt die Videos in besserer Auflösung. Denn es ist ja mal so, wenn ich Sachen hochlade bei YouTube, ist es so, dass, ja, ich rendere das. Da wird es nochmal von YouTube gerendert. Und das sieht dann im LS halt nicht so schön aus. Und deswegen gibt es das ab sofort in Anführungsstrichen, in 2K. Es ist halt einfach nur eine bessere Auflösung. Da kann ich halt mit der höheren Bitrate hochladen. Und es sieht halt schöner aus. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Gülle drin. Dann packen wir das Güllefass mal beiseite. Und werden dann gleich zur BGA rüber gehen. Werden die dann wieder befüllen, sodass die auch wieder läuft. Ich meine nämlich, die wäre leer gelaufen. Und dann werden wir auch noch ein paar Einnahmen erzielen, ne? Durch die BGA. Ich packe mal kurz das Güllefass nochmal beiseite. Fahrzeuge werden wir austauschen, wir werden Saatgut einkaufen, Kompost werden wir verkaufen, um halt noch ein bisschen Geld zu bekommen. Und wir werden auch irgendwann dann nochmal das Strohbergungs-Add-on auf jeden Fall auch dann noch endlich mal reinnehmen. Habe ich zwar schon drin, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier haben wir noch ein bisschen Gülle drin in dem Lager. Ich werde das Ganze jetzt einmal wieder gegenpumpen. Und steigen wir einmal aus hier. Simple IC. Das ist hier der John Deere, weil auch die Frage in der letzten Folge war von AGDM. Das ist nicht der vom IFCO, weil viele Fragen auch waren, hä? Seit wann gibt es ein Simple IC? Simple IC soll noch kommen im John Deere Pack. Das ist halt ein älteres Modell von AGDM. Das werden wir austauschen. Ich mache mal hier die Pumpe auf. Und werde mal kurz hier die Pumprichtung auf, wo haben wir es denn? Auf Entleeren stellen mit Y. Und dann werden wir jetzt hier das Güllefass entleeren. Ihr habt gesagt, auch in der Folge mit dem Güllefass, dass das hier das Schmiermittel ist, ne, für die, ja, für die Maschine. Und jetzt werden wir das Ganze einmal hier rüber pumpen. Wir haben immer noch ganz, ganz viele Liter an Gülle hier drin. Ich habe zwischendurch auch nochmal ein bisschen was abgefahren. Und jetzt pumpen wir das Ganze rüber und werden dann gleich in Richtung der jeweiligen BGA uns begeben. Ja, so 10.000 Liter haben wir da noch drin. Ich kann das Lenkrad schon mal einklappen hier. Machen wir mal schon mal die Fenster zu hier. Weil den werden wir nämlich bald verkaufen. Den werden wir noch einmal sauber machen. Da kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Geld für. Nee, natürlich nicht. Und werden den dann soweit bei der jeweiligen, ja, beim Verkäufer verkaufen. Mal gucken, was wir noch an Geld dafür bekommen.
Und davon werden wir uns dann einen 6 oder 7 R kaufen. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren reinschreiben, welches der Fahrzeuge wir hier aus dem John Deere Pack uns kaufen werden. 8R wird es nicht werden, aber hier so ein 7R mit richtig coolen Konfigurationsmöglichkeiten, die wir hier haben. Wir können ja hochgehen mit bis zu 352 PS. Ne, das ist das Größte, was wir hier haben. Finde ich optisch ganz cool. Man hat hier viele Einstellmöglichkeiten. Gucken wir uns auf jeden Fall dann an. Und auch mit dem interaktiven Display, was wir dann da drin haben, das wird wirklich großartig. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, die Gülle ist gleich rübergepumpt. Sehr schön. So, dann haben wir das soweit ready. Es gibt immer noch Leute, die Probleme haben mit dem Schläuchen, dass ihr die nicht kaufen könnt. Ne? Erster Punkt, vielleicht so als kleinen Tipp, räumt euer Mod-Ordner auf. Ne? Räumt den auf, nehmt nur die Mods rein, die ihr wirklich braucht. Manuelles Ankuppeln, je nachdem, was für eine Version ihr habt, kann zu Fehlern führen. Deswegen am besten die Version aktualisieren oder rausschmeißen, manuelles Ankuppeln. Nämlich das sorgt für Fehler. Und deswegen könnt ihr auch keine Schläuche kaufen. Es gibt einen riesen LSFM-Bereich mit Tutorials, beziehungsweise mit FAQs, welche Mods funktionieren, welche Mods nicht funktionieren. Schaut euch das in aller Ruhe an, sodass es da auch keine, keine Schwierigkeiten gibt. So, wir fahren jetzt mal rüber hier zur BGA. Weil wir wollen ja dann später sowieso den verkaufen. Ich werde mir dann die Kommentare durchlesen. Das, was ihr geschrieben habt, werde ich dann auf jeden Fall auch kaufen. Das ist das Feld, was wir in der letzten Folge fertig gemacht haben. Wir haben noch Feld Nummer 1 und Feld Nummer 6. Das müssen wir auch noch aussehen. Dafür brauchen wir aber ein neues Saatgut, weil ich habe ja hier auch den Real Seeder mit drauf. Sodass wir dann spezielles Saatgut auch kaufen müssen. Das werden wir dann auf jeden Fall auch einlagern. Wir werden dann mit dem neuen John Deere damit Pro-Seed, auch Fahrgassen fahren und so weiter. Das heißt, es geht ein bisschen realistischer hierzu in Zukunft. Und es wird auch einige neue Projekte wahrscheinlich geben hier auf dem Kanal. Müssen wir mal schauen. Das eine oder andere wird neu kommen. Das eine oder andere bewährte wird halt wieder zurückkehren in diesem Jahr. Wir haben ja ein volles Jahr, wo wir hier, je nachdem, auf jeden Fall viele, viele Dinge dann auch, wieder an Mods hier für den LS haben werden. Wildbachtal aktuell, wie gesagt, ist noch pausiert. Ich überlege auch vielleicht auf einer anderen Karte anzufangen mit Seasons, weil das mit dem Bau der Wildbachkarte halt doch ein wenig länger dauert, wahrscheinlich. Ist aber nicht schlimm. So, den parken wir mal hier. Den machen wir aus. Dann klappen wir mal das Lenkrad ein hier und werden uns einmal hier in Richtung des Kippers begeben. Ja, also hier des Radladers Kippers. Wie komme ich auf Kipper? So, BGA ist leer, wie ihr seht. Wir haben 33.000 Liter, die werden wir jetzt verkaufen. Zack. 67.000 an Einnahmen haben wir jetzt noch erzielt. Und jetzt werden wir noch hier mit unserem schönen, Radlader das Ganze dann noch einladen. So. Natürlich haben die auch alle neue Sounds bekommen. Die Fahrzeuge hier, oder viele Fahrzeuge, über 50 Stück durch das Soundscript vom lieben Ifco. Und vom Lance, glaube ich. In Kooperation wird das, glaube ich, gemacht. Und jetzt befüllen wir einfach die BGA. Das heißt, die Fahrzeuge haben noch realistischere Sounds. Das habe ich auch mit reingenommen. Und dann werden wir das Ganze jetzt gleich mal hier abkippen. So. Huch. So, dann machen wir es mal wieder voll. Wir füllen das Ganze jetzt hier mal wieder auf. So. Die Hochkippschaufel habe ich mittlerweile auch aktualisiert. Die ist jetzt auch mit in der Modliste vorhanden. Die müssen wir nochmal richtig einfahren hier. Und dann werden wir jetzt mehrere Schaufeln hier noch reinpacken. So, das bedeutet, jetzt kommen wieder regelmäßig Folgen hier. Sei es von der Auf Bergbahn und auch von anderen Projekten. Das Ehrengrab-Projekt kommt morgen noch einmal und da werden wir mal schauen, ob wir da vielleicht auf eine andere Karte wechseln. Weil wir haben mittlerweile, glaube ich, alles gesehen, was die Karte angeht bei der Ehrengrab. Da könnt ihr auch gerne nochmal Map-Vorschläge machen, welche Karte wir nehmen werden. Upp. Ist zwar schön und gut,
die Erlengrad, aber irgendwann hat man die dann auch durchgespielt, meine Meinung. So. Dann laden wir das Ganze mal ab hier. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr, ja, geht es bald wieder los mit dem DRV XXL. Das wird auch sehr, sehr cool. Da haben wir uns eine schöne Map rausgesucht. Ne? Da werden wir mit dem Werner, der das Ganze auch seinerzeit damals in DRV 1 initiiert hat. Dann mit dem Randy, dem Mario, vielleicht dem einen oder anderen noch, der noch neu mit hinzukommt. Auf jeden Fall dann auch noch spielen. Ansgar wird auch ab und an mal mit dabei sein. Wird auf jeden Fall recht cool werden. Also volles Pickepacke, volles Jahr, was uns dann erwarten wird. Da freue ich mich schon sehr drauf, persönlich. So, jetzt fahren wir den ganzen Kram mal weg hier. So, laden das Ganze voll. Hochkippschaufel, einmal auskippen. Also ich finde die neuen Sounds der Fahrzeuge auf jeden Fall richtig gut. Klingt das alles sehr, sehr realistisch mittlerweile. Auch wenn es nicht zu 100% ist. Ne, der eine oder andere hat auch schon wieder geschrieben, ja, der hört sich eigentlich ein bisschen anders an, der Klaas und dies und das. Klar, das ist immer noch ein Spiel, Leute, das müsst ihr halt berücksichtigen. Aber ich finde, mit diesem Soundskript wirkt das Ganze auf jeden Fall nochmal einen Tacken besser. Es sorgt ein bisschen für mehr Abwechslung. Und auch durch das John Deere Pack, je nachdem, was für ein Fahrzeug wir uns kaufen werden, wirkt das dann auch nochmal ein bisschen realistischer. Das Ganze mit Fahrgassen werden wir auch noch machen. Das habe ich ja im letzten Livestream auch gemacht. Ja, heute Abend auch wieder Livestream, wenn ihr Bock habt, ne? Sim-Freitag. Heute Abend werden wir eine Runde im American Truck Simulator unterwegs sein, sowie auch im Tram Sim World 2. Das heißt, wir werden mit dem Zug unterwegs sein. Da freue ich mich auch schon persönlich sehr drauf, weil das hattet ihr euch nämlich auch gewünscht. So, dann werden wir das Ganze jetzt hier mal abladen. Sehr schön. Und dann können wir dann, wenn wir es dann gleich voll haben, dann die BGA auch wieder soweit ready machen. Boah, Regen steht an hier, ne? Ist aber nicht schlimm, weil ernten wollen wir ja nichts. Wir wollen dann noch die Felder aufbereiten. Wir müssen alle Felder auch noch einmal düngen dann später. Ich denke, ich werde auf dem einen Feld noch ein bisschen Weizen ausbringen und auf den anderen vielleicht Roggen. Müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt zwei Felder schon mit Raps ausgesät. Precision Farming ist natürlich auch nach wie vor noch drin. So. Kippen wir das Ganze mal rein hier. Zack, Rinder. Ich glaube, hier passen 50.000 Liter passen hier, glaube ich, rein. Dann haben wir das Ganze gleich im Betrieb. So. Es ist immer noch von den Maishäckseln hier, ne? Wir haben immer noch ganz, ganz viele Liter an Mais-Silage hier. Ne, im Gegensatz zu anderen Maps gibt es ja zwei Arten von Silage. Einmal Mais, den wir häckseln können, und einmal Gras-Silage. Ne, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe hier auf der Hofbergmann. Und der eine oder andere fragt immer noch nach dem Passwort, dass er es nicht findet. Also, Leute, ne? Guckt euch das Video an, was ich gemacht habe, und wenn ihr das dann auch nicht findet, dann tut es mir echt leid, dann habt ihr echt Tomaten auf den Augen, weil ich habe es gezeigt, wo ihr draufklicken müsst, damit ihr es findet. Ich werde es nicht leaken, weil ihr müsst euch da anmelden auf der Seite, und dann ist das einfach so. Ja, also ein bisschen Geduld solltet ihr mitbringen und ein bisschen Sachverstand. Ja, das ist halt zwingend erforderlich für die Leute, die immer noch nach dem Passwort fragen. Ne? Und dann fragen, mach mal ein Tutorial, wo man das Passwort findet. Obwohl ich das schon längst gemacht habe, ne? Aber ich zeige es halt nicht im Video, ne? Vielleicht auch nochmal als Info, ne? Ich zeige euch nur, wo ihr draufklicken müsst, wo ihr das Passwort findet. Aber so ein bisschen Eigeninitiative, Leute, ne? Ein bisschen lesen. Sollte man auch machen. Damit ihr diese Map hier auch spielen könnt, ne? So, jetzt haben wir das Ganze gleich ausgeladen. Sehr schön. Dann haben wir das hier soweit ready. Ich glaube, 50.000 passt rein, ne? Ja, 50.000 bedeutet, wir haben das jetzt hier soweit fertig. Dann entlasten wir mal die Schaufel und setzen die auf den Boden. So, das haben wir jetzt gemacht. Schalten mal den Klaas, den Radlader, wieder aus. Sehr schön. Und dann können wir das Ganze hier einschalten. Ich hätte eigentlich auch noch ein bisschen Gülle hier rüberfahren können. Naja, egal. So, dann können wir das Ganze wieder einschalten. Mit der Taste I bedeutet,
die BGA läuft jetzt auch wieder. Ja, das heißt, da wird es jetzt auch ja, fleißig wieder produziert. Das Ganze ist voll. Ich hätte natürlich jetzt auch noch hier das, das Maisstroh, die Maisstrohballen nehmen können. Die haben wir auch noch. Die hätte ich auch noch reinpacken können. Die bekommt ihr, wenn ihr Mais erntet und dann die Strohablage einschaltet von eurem Drescher. Ja, das bekommt ihr dann auch noch mit dazu. Und könnt das dann in handliche Quader oder Rundballen packen. Ne? Je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. So. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal hier zu unserem Händler. Und dann werden wir das Ganze jetzt hier dann auch verkaufen. Ne? Das werde ich jetzt machen. In der nächsten Folge werden wir uns dann um das neue Saatgut kümmern. Ne? Schreibt gerne rein, welches der Fahrzeuge sollen wir uns kaufen. Sollen wir uns ein 6R... Wo ist er? Da. Ein 6R oder ein 7R kaufen aus dem neuen John Deere Pack. Schreibt es gerne rein. Müssen mal gucken, was wir hier noch dann dafür bekommen für das Fahrzeug hier. Und dann wünsche ich euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Würde mich freuen, wenn ihr nachher auch gerne beim Livestream reinschaut. Da ist nämlich wieder Sim-Freitag. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.